Darf es sonst noch etwas sein? Hallo und herzlich willkommen hier bei Deutsch Plus. Wenn du in Deutschland schon einmal zum Beispiel Kuchen in einer Bäckerei gekauft hast, dann hast du diese Frage vielleicht schon einmal gehört. Darf es sonst noch etwas sein? Wenn der Verkäufer oder die Verkäuferin diese Frage stellt, dann bedeutet das, möchten Sie außerdem noch etwas kaufen? In dieser Frage bedeutet das Wort sonst, also außerdem, darüber hinaus oder abgesehen vom Genannten. Das Adverb sonst hat aber auch noch einige andere Bedeutungen und welche das sind und wie man dieses kleine Wort richtig verwendet, schauen wir uns in diesem Video einmal genauer an. Wir bleiben erst einmal bei Bedeutung 1, die wir im Intro gerade schon kennengelernt haben. Also sonst im Sinne von außerdem, darüber hinaus, abgesehen vom Genannten. Häufig, aber nicht immer, kommt nach dem sonst noch das kleine Wort noch. Wir sagen also häufig sonst noch. Und wir schauen uns jetzt für sonst in dieser Bedeutung ein paar Beispielsätze an. Ich esse im Moment nur Suppe, sonst nichts. Das bedeutet also, darüber hinaus esse ich nichts. Oder kommt sonst noch jemand oder sind schon alle da? Das bedeutet, kommt außerdem noch jemand? Oder nur der Chef darf diesen Raum betreten, sonst niemand. Das bedeutet also, abgesehen vom Chef, Englisch apart from, darf niemand diesen Raum betreten. Oder noch ein Beispiel, stellt euch vor, ihr seid zum ersten Mal bei einem neuen Deutschkurs und in der ersten Stunde stellt sich die neue Lehrerin vor. Sie erklärt den Ablauf des Kurses und sie beantwortet ein paar Fragen. Und dann sagt sie, habt ihr sonst noch Fragen? Sie möchte also wissen, ob es abgesehen von den schon genannten Fragen noch weitere Fragen gibt. Kommen wir zur zweiten Bedeutung von sonst. Sonst steht häufig auch für normalerweise, gewöhnlich, im Allgemeinen und manchmal auch zu einer anderen Zeit als gerade jetzt. Schauen wir uns auch hier ein paar Beispiele an. Komisch, heute ist noch niemand da, sonst ist es um 14 Uhr schon voll. Hier könnte man also auch sagen, normalerweise ist es um 14 Uhr schon voll. Oder anderes Beispiel, der sonst so fröhliche Hausmeister hatte gestern richtig schlechte Laune. Oder sonst parke ich hier, aber heute ist der Parkplatz wegen eines Umzugs gesperrt. Oder du sagst ja gar nichts, du bist doch sonst nicht so schüchtern. Noch ein Beispiel. Und wie geht's dir sonst so? Das hört man sehr häufig in Gesprächen zwischen Freunden, die sich lange nicht gesehen haben. Die dritte Bedeutung von sonst ist anderenfalls. Im anderen Fall. Das bedeutet so viel wie: Wenn diese Option nicht möglich ist, dann hat das Konsequenzen. Ich hoffe, das wird euch klar, wenn wir uns gleich die Beispielsätze dazu anschauen. Ich muss jetzt schlafen, sonst bin ich morgen den ganzen Tag müde. Das bedeutet also, anderenfalls, also wenn ich jetzt nicht schlafe, bin ich morgen den ganzen Tag müde. Oder du musst jetzt losgehen, sonst kommst du zu spät zur Arbeit.
Oder natürlich zahle ich die Gebühr. Was soll ich denn sonst tun? Ich hoffe, die verschiedenen Bedeutungen von sonst sind euch in diesem Video klar geworden. Habt ihr sonst noch Fragen? Wenn ja, dann stellt sie mir doch einfach hier in den Kommentaren. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video hier bei Deutsch Plus wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut, tschüss!